Es ist Herbst hier in Almaty und damit beginnt die Lesesaison. In diesem Video will ich euch 5 Bücher vorstellen, bei denen für jeden was dabei ist, ob für Buchneulinge oder totale Leser. In diesem Video wird es darum gehen, warum Tonio Schachinger auf eure Leseliste gehört und ich erzähle euch, warum Juli C. einer meiner absoluten Lieblingsschriftstellerinnen der Gegenwart ist. Außerdem verrate ich euch mein Lieblingsgedicht von Hermann Hesse. Ich erzähle euch, warum Goethes Faust mich schon mit 17 total fasziniert hat. Und zum Schluss geht es um Herold Belger. Aber Moment mal. Lesen, das ist auch urlangweilig. Ich muss euch sagen, ich bin voreingenommen. Ich habe deutsche Literatur in Berlin und Wien studiert. Ich finde Bücher einfach super und denke, dass Lesen ein total abgefahrenes Hobby ist. Warum? Weil ihr mit jedem Buch in eine ganz neue Welt eintauchen könnt. Ob Melancholie, Drama oder Krimi, philosophisches, Fantasy oder einfach heftig kitschige Liebesgeschichten. Die Welt der Literatur hat keine Grenzen und braucht keine Visa. Und wenn das nicht die Definition von abgefahren ist, dann weiß ich auch nicht. Aber in Almaty an deutschsprachige Bücher zu kommen, ist gar nicht so einfach. What? Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder besser gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Goethe-Institut. Und in dieser feinen, aber kleinen Bibliothek gibt es allerlei Ausgaben in deutscher Sprache. So auch diese Schmuckstücke. Übrigens gibt es beim Goethe-Institut auch zahlreiche Bücher, die es vor Ort nicht im Bestand gibt, online. In der App Online könnt ihr euch die einfach digital ansehen. So habe ich das zum Beispiel mit dem Roman von Juli C. gemacht, aber dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal mit dem neuesten der heutigen 5 Bücher an. Der Protagonist Ivo ist ein professioneller österreichischer Fußballspieler und ein richtiger Macho. Die Wiener Mundart gibt diesem Charakter übrigens ziemlich viel Raum. Ivo hat eine Menge Cash, das ist ihm echt wichtig und ein ganz bedeutender Pfeiler seines Selbstbildes. Außerdem hat er 2 Kinder und eine Frau. Soweit so gut. Plötzlich gerät aber Ivos Leben ganz wesentlich ins Wanken mit seiner Jugendliebe Mirna. Und was dann passiert, ob sich daraus eine Affäre entspinnt und wie sich Ivo als Figur weiterentwickelt und was das mit einem Helikopterunfall zu tun hat, das bekommt ihr auf diesen knapp 300 Seiten heraus. Wenn Ivo wütend wäre, dann würde das zumindest heißen, dass er die Welt verändern will. Auch dann, wenn diese Veränderung nur ein Kaputthauen der Welt wäre. Aber Ivo will gar nichts wissen von der Welt. Er legt seinen Kopf an wie ein Nashorn, hebt immer wieder abwechselnd die Füße ein bisschen, schleift sie weiter, schaut auf die Uhr und fühlt sich leer. Ohne zu wissen, was das bedeutet. Im Roman Unterleuten treffen in dem gleichnamigen Dorf im deutschen Bundesland Brandenburg verschiedene Charaktere aufeinander, im Guten wie im Schlechten. Im Laufe des Romans verstricken sich deren Schicksale so sehr miteinander, dass man das Buch zum Schluss gar nicht mehr aus der Hand legen will. Für ein paar Augenblicke herrscht absolute Stille. Dann erhob sich Unruhe im Saal. Als Grund sich umdrehte, um die Reaktion der Anwesenden zu beobachten, erstarrte er plötzlich wie vom Donner gerührt. 2 Reihen hinter ihm, neben der Neuen im blauen Kleid, saß ein Mann, der nicht nach Unterleuten gehörte. Fremd, aber nicht unbekannt. Da Hermann Hesse einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller ist, habe ich seine Gedichte als Ausgabe immer auf Reisen mit dabei. Sowohl seine Lyrik als auch seine Prosa sind einzigartig und haben die deutsche Literaturgeschichte stark geprägt. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Hol an dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Was ist das einflussreichste deutsche literarische Werk?
Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Es erzählt die Geschichte von Dr. Faust, der einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles eingeht, um grenzenlose Erkenntnis und sinnliche Erfüllung zu erlangen. Faust hat die europäische Literatur und Philosophie stark beeinflusst und beschäftigt sich mit Themen wie der Suche nach Wissen der menschlichen Natur und moralischen Konflikten. Johann Wolfgang von Goethe, der war wirklich ziemlich wichtig für die deutsche Literaturgeschichte. Der Typ hat das Schreiben so gut drauf gehabt, dass sogar heute noch die Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen dazu verdonnert werden, mehr oder weniger von ihm zu lesen. Und zugegebenermaßen wirklich leicht über die Lippen geht sein Schreibstil heute nicht mehr. Aber kein Wunder, die Veröffentlichung von Faust I ist schon über 200 Jahre her. What? Aber ich wollte euch ja eigentlich erzählen, warum mich Faust schon sehr jung begeistert hat, während alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler gähnend in den Stuhllehnen hingen. Naja, hört mal her. Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei. Abgefahren, oder? Faust ist so neugierig und wissensdurstig, noch im hohen Alter, dass er dafür sogar seine Seele an den Teufel verkauft. What? Und Mephisto, der schafft es sogar fast, Faust richtig abzulenken, indem er ihm Gretchen vorstellt. Und die verdreht Faust richtig den Kopf. Aber jetzt höre ich mal auf zu spoilen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir uns von Schachinger bis Goethe in der Zeit immer weiter zurückgearbeitet. Jetzt müssen wir mal einen kurzen Cut machen, weil das nächste Buch eigentlich streng genommen gar nicht zur deutschen oder deutschsprachigen Literatur gehört. Es wurde nämlich ursprünglich auf Russisch veröffentlicht und erst Jahre später ins Deutsche übersetzt. Ich verrate euch aber trotzdem, warum ihr dieses Buch auf dem Zettel haben solltet. Und die Ausgabe von Herold Belgers Das Haus des Heimatlosen gibt sogar in doppelter Ausgabe in der Bibliothek des Goethe-Instituts in Almaty. Fangen wir mal mit dem Autor an, Herold Belger. Herold Belger ist ein Schriftsteller, der in Russland mit deutscher Abstammung geboren wurde und damit zu der Minderheit der Russlanddeutschen gehört. Vor einigen Tagen hatte er übrigens seinen 90. Jahrestag. 1941 wurde er dann mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Russland im Zweiten Weltkrieg nach Kasachstan deportiert, wo er fortan lebte und wirkte. Und darum geht es auch in Das Haus des Heimatlosen, um die Vertreibung der Wolgadeutschen. Hätte er das gedacht an jenem sorglosen, glücklichen Sonntag, dem letzten Friedenssonntag für ihn und für viele andere, dass sich alles so je verändern würde, dass es alle seine Verwandten und Freunde, alle Landsleute auf der Wiesenseite wie auf dem Bergufer des Wolga-Gebietes mit einem Mal aufwirbeln würde wie Sandkörner im Sturm und er selbst sich alsbald im fremden Land wiederfände und hier am Ufer des Ischim läge, eines Flusses, von dem er noch nie gehört hätte? Traurig, dachte er. Da hat es in meinem Leben die Wolga gegeben, den breiten, mächtigen Strom in Liedern zahlreich besungen, von den Vorvätern liebgewonnen und nun hier dieser Ischim. Für wie lange? Was für ein Schicksal hält mir dieser Steppenfluss bereit? Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr sehen wollt zu Kasachstan, Deutschland und Kasachstan, Deutschen in Kasachstan und so weiter, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.